eToro präsentiert den Spieltagscheck. Wir begrüßen euch mit einem herzlichen Moin aus dem Volkspark zu unserem Spieltagscheck vor der anstehenden Auswärtspartie beim FC Erzgebirge Aue. Und ebenso herzlich möchte ich unseren heutigen Gast begrüßen, das ist David Kinzombi. Kinzo, schön, dass du dabei bist. Moin. Ja, du kommst gerade vom Training. Es war eine kurze Woche, dadurch, dass wir Sonntag gespielt haben und jetzt Freitag wieder spielen. Worauf lag der Fokus? Ja, also es ging erstmal darum, dass wir die Eindrücke aus dem Nürnberg-Spiel analysieren und gucken, in welchen Bereichen wir uns da noch verbessern können. Natürlich dessen geschuldet, dass die Woche so kurz ist, weniger Zeit auf dem Platz, aber dafür umso mehr in der Analyse. Danke schon mal für den kurzen Einblick. Und bevor wir mit Kinzo ins weitere Gespräch gehen, schauen wir jetzt erstmal in der Kategorie Unser HSV, was diese Woche hier im Volkspark so los war. Der Kapitän ist wieder zurück an Bord. Nach seiner gelb-roten Karte gegen Werder Bremen und der anschließenden Sperre kehrt Sebastian Schonau gegen Aue zurück zum Team und könnte wieder in die Startelf rutschen. Unser Cheftrainer Tim Walter weiß genau, was er sowohl an seinem Captain als auch an dessen Vertreter Mario Vuskovic hat. Bastian ist unser Kapitän, wir freuen uns, dass er wieder da ist, hat uns auch letzte Woche ein Stück weit gefehlt. Trotzdem hat Mario, der ihn ersetzt hat, einen überragenden Job gemacht. In die Mannschaft gekommen, mit 19 Jahren einfach so ins kalte Wasser geworfen worden. Eine super Zweikampfquote gehabt, eine überragende Passquote von 94%. Von daher bin ich sehr zufrieden mit ihm und wir wissen einfach, dass wenn wir ihn brauchen, dass wir ihn auch bringen können. Und jetzt ist Bascho wieder da und das ist gut für unser Spiel, weil er ja schon eine tragende Säule dann auch für unser Spiel ist. Somit stehen in Aue nur die vier Langzeitverletzten um Stefan Ambrosius oder Josh Wagnumann nicht zur Verfügung. Alle arbeiten aber weiterhin hart an ihrer Rückkehr zur Mannschaft. Mikkel Kaufmann kehrte am Montag zurück zum Team, nachdem er gegen Nürnberg noch mit einem Infekt ausgefallen war. Die Reise nach Aue möchte unser Cheftrainer nutzen, um dort erneut weitere Entwicklungsschritte zu gehen. Wir fahren dahin, um uns wieder noch ein Stück weit weiterzuentwickeln. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir wollen genau daran noch anknüpfen, was wir vielleicht noch nicht ganz so gut machen. Wir wissen, dass wir ein paar Dinge noch verbessern müssen. Dessen sind wir uns bewusst, aber wir wissen auch um unsere Stärken. Ja, und genau so versuchen wir da aufzutreten, dass wir selbstbewusst sind und trotzdem aber respektvoll auch mit dem Gegner umgehen. Die eigenen Stärken brachte unser Team in den letzten Wochen mehrfach auf den Platz und ist immerhin seit 5 Spielen ungeschlagen. Nach 8 absolvierten Partien zog unser Coach auf der Pressekonferenz ein erstes kleines Zwischenfazit. Gerade was die Dinge anbelangt, was Entwicklung anbelangt, was die Bereitschaft, den Mut, den Willen, vor allem jetzt auch gerade wieder den Siegeswillen anbelangt, da bin ich sehr zufrieden. Klar wollen wir mehr Siege einfahren, das ist auch ganz klar. Und das ist das, was so ein bisschen noch eine Diskrepanz zwischen Leistung und zwischen Ergebnis ist. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Um diese Zufriedenheit des Trainers zu wahren, sollen unsere Jungs auch im Erzgebirge den nächsten Entwicklungsschritt auf ihrem Weg gehen. Kinzo, mit 6 Startelf-Einsätzen hast du einen wichtigen Part in dieser Zweitligasaison bislang eingenommen. Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Performance, aber auch mit der Performance, die die Mannschaft bislang auf den Rasen gebracht hat? Ja, also ich freue mich natürlich immer, wenn ich mit Leistung dazu beitragen kann, dass wir Spiele gewinnen, dass die Spiele erfolgreich beschreiten. Ich denke, dass wir bisher phasenweise gute Spiele abgeliefert haben, dass so ein bisschen in dem Derby-Sieg in Bremen gegipfelt ist und bin noch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir uns noch deutlich weiterentwickeln werden. Wir lernen ja ein relativ neues Spielsystem für viele kennen und dass wir uns da immer noch im Entwicklungsprozess befinden, ist völlig klar. Und deswegen denke ich, dass die Zuschauer sich auf einiges freuen können noch. Du hast es schon ein bisschen angeschnitten. Neues Spielsystem, das fußt darauf, dass unser Trainer vor der Saison neu gekommen ist. Du kennst ihn ja schon aus Kieler Zeiten. War das für dich ein Vorteil? Hat dir das geholfen, um besser reinzukommen in die Saison? Also was es vereinfacht hat, waren auf jeden Fall die taktischen Elemente, dadurch, dass ich das Ganze schon mal kennenlernen durfte. Ja. Und war zwar nur ein halbes Jahr, weil ich in der Rückrunde verletzt war und vieles nur von der Tribüne aus gesehen habe, aber was die Inhalte angeht, was der Trainer sehen will, da hat es mir schon geholfen, dass ich das Ganze schon mal kennenlernen durfte.
Außerdem hast du mit Meffo jetzt einen ehemaligen Kieler auch an deiner Seite, der ebenfalls im Mittelfeld spielt. Hilft dir das oder hilft euch beiden das, dass ihr euch kennt, dass ihr die Abläufe kennt? Ja, definitiv. Also ich habe mit Meffo auch schon in jungen Jahren in Karlsruhe zusammengespielt. Dann haben sich unsere Wege in Kiel wieder gekreuzt und jetzt können wir das Feld wieder gemeinsam betreten hier in Hamburg. Und ich glaube, dass man da ja so ein gutes Vertrauen zueinander hat, weil wir, wie gesagt, nebeneinander auf dem Platz spielen und Vertrauen fördert eigentlich immer, dass man am Ende gute Leistung abrufen kann. In Kiel warst du Kapitän bis zu deiner schweren Verletzung. Ist da vielleicht auch ein gewisses Vertrauensverhältnis einfach zwischen dir und dem Trainer nochmal da gewesen oder muss man sich das nochmal alles neu erarbeiten? Also ich denke auf jeden Fall erstmal auf persönlicher Ebene. Das spricht einfach für sich, dass wir uns da schon kennen, dass wir uns immer gut verstanden haben, Gutes und jetzt auch über die Zeit, wo wir nicht im Trainer-Spieler-Verhältnis waren, einen guten Kontakt hatten und immer mal wieder zwischendurch gesprochen haben. Aber wie bei jedem Spieler wie bei jedem anderen Spieler auch, geht es halt darum, mit Leistung sich seinen Platz zu erarbeiten, zu erkämpfen und immer wieder zu bestätigen auf dem Platz, dass man durch Leistung aufgestellt wird. Ja. Für Außenstehende ist jetzt erkenntlich, dass ihr mit zunehmender Anzahl an Spielen das System immer besser verinnerlicht. Wo siehst du noch Potenziale, die wir ausschöpfen können? Ja, es sind viele Kleinigkeiten. Also ich glaube, dass wir mit der Zeit uns einfach noch besser aufeinander abstimmen werden, was die Laufwege angeht, weil in den letzten beiden Jahren haben wir jetzt auch, soweit ich mich erinnere, nie zum Beispiel in der Raute agiert. Das ist ja auch eine ganz andere Formation, die wir jetzt spielen. Des Weiteren denke ich, dass wir ja, im letzten Drittel, auch was unsere Laufwege angeht, was das Gespür dafür angeht, welcher Spieler welchen Laufweg gerne macht, das Timing, das sind alles so Kleinigkeiten, die sich im Laufe der Saison besser einspielen werden. Und ich denke, dass das auch dazu führen wird, dass wir einfach insgesamt noch mehr Tore schießen werden. Mit 135 Einsätzen gehörst du zu den erfahrenen Spielern. Bis 25 Jahre alt, ist das für dich gerade so dieser Übergang vom jungen Spieler zu einem Spieler zu werden, der den jungen Spielern was mitgeben kann? Oder hast du diese Rolle schon vorher gesehen? Ja, ich glaube, das kommt unweigerlich mit dem Alter, mit den Spielen, dass man so gesehen wird. Also ich war von Typ her immer einer, der viel aufgeschnappt hat, der sich viel mit auf den Weg geben lassen hat. Und genauso gut mache ich das gerne umgekehrt, dass wenn ich was sehe oder wenn ich gefragt werde nach meiner Meinung, dass ich da gerne was mitgebe den Jungs. Jetzt kommen wir zum kommenden Gegner. In deiner bisherigen Karriere standest du gegen den FC Erzgebirge Aue 6-mal auf dem Rasen. Hast du eine ungefähre Einschätzung, wie deine Bilanz ist? Ich würde sagen, da waren auf jeden Fall ein paar Unentschieden dabei. Drei Stück ungefähr? Ja, es kommt ungefähr hin, aber es sind drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Im vergangenen Aufeinandertreffen konntest du selber auch das 2:0 erzielen. Jetzt haben die Veilchen einen neuen Trainer, beziehungsweise einen Interimstrainer mit Marc Hensel. Und wie verändert das Ganze die Vorbereitung für euch mit einem neuen Mann an der Seitenlinie? Ja, also ich glaube nicht so gravierend, weil wir den Fokus schon darauf legen, was wir mit dem Ball veranstalten wollen, was wir gegen den Ball anstellen wollen, dass wir dem Gegner nicht so viel Spielzeit mit dem Ball überlassen wollen. Und natürlich wäre es ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, wenn wir genau wissen, was da auf uns zukommt. Aber ich denke nicht, dass es ausschlaggebend dafür sein soll, wie wir uns präsentieren in Aue. Martin Mennel, Clemens Fandrich und Dimitri Nazarov kennst du aus deinen Duellen mit Karlsruhe, mit Kiel und jetzt natürlich auch mit dem HSV. Sind das so Säulen, die Aue charakterisieren und wo das neue System dann vielleicht gar nicht so relevant ist, sondern einfach auch die einzelnen Spieler, die da Säulen geworden sind? Ja, definitiv. Ich glaube, dass Aue in den letzten Jahren ein bisschen typischen Fußball für sich entdeckt hat. Und ja, ich glaube auch nicht, dass sie so sonderlich von ihrem Weg abkommen werden, weil sie ja damit relativ erfolgreich gefahren sind. Deswegen erwarten wir sie eigentlich wie fast schon sozusagen wie immer. Ja. Ja. Genau, du hast die Erwartung gerade so ein bisschen angesprochen. Freitagabend, vielleicht ein etwas tieferer Rasen jetzt im Herbst. Wie sind so die Erwartungen an die Partie? Also rechnet ihr mit einem tiefstehenden Gegner oder genau, wie habt ihr euch vorbereitet? Ja, also der Erwartung zufolge denke ich, dass sie schon relativ tief stehen werden, versuchen über Zweikämpfe oder auch ein langes für sie dann 0-0 Sicherheit im Spiel zu gewinnen. Und vielleicht kann es natürlich auch vorkommen, dass sie situativ versuchen, uns ganz hoch anzulaufen und die Zuschauer auf ihre Seite zu bringen. Das ist so das, was wir von dem Gegner erwarten.
Kinso, dann danken wir dir erstmal für das Gespräch soweit und schauen jetzt in unserem Gegnercheck auf den FC Erzgebirge aus Aue. Es sind nicht die besten Zeiten vom Club aus Sachsen. Nicht einen Sieg können die Veilchen vorweisen. Mit nur 3 Punkten finden sie sich auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Noch dazu kommt das Pokal aus gegen den FC Ingolstadt. Konsequenterweise entließen sie den erst im Sommer verpflichteten Trainer Alexej Spilewski direkt im Anschluss an die 1:4-Pleite gegen den SC Paderborn. Marc Hensel, bereits seit 3 Jahren Co-Trainer im Erzgebirge, übernahm vorerst und konnte in seinem ersten Spiel gegen Tabellenführer Jahn Regensburg zumindest ein kleines Zeichen setzen. Nach dem 0:2-Rückstand zur Halbzeit hat die Mannschaft unter der Führung von Kapitän Martin Mennel Moral bewiesen und konnte zwischenzeitlich sogar ausgleichen. Durch einen Last-Minute-Gegentreffer fuhren sie aber doch noch ohne Punkte nach Hause. Gerade in der Offensive mangelt es noch an Torgefahr. Mit nur 5 Treffern aus 8 Spielen erzielten sie die wenigsten der Liga. Nach den Abgängen der beiden Top-Torschützen Pascal Testroth und Florian Krüger liegen die Hoffnungen der Veilchen nun auf dem pfeilschnellen Neuzugang Babacar Gaye. Der 1,93 Meter große Mittelstürmer konnte immerhin schon 2 Treffer für den FC beisteuern. Wir sind zurück und kommen in unsere beliebte Rubrik, die Crunch Time. Kinso, beim letzten Mal hast du mit 12 richtigen Antworten die Challenge für die Saison 2020-2021 gewonnen. Leibe führt aktuell mit 8. Wie ist deine Zielsetzung für heute? Ja, den Leibe hole ich, glaube ich. Leibe holst du, das ist gut. Wir hörten, dass du dich vergangenes Mal sehr gut vorbereitet hast, um die Art der Fragen so ein bisschen zu kennen. Dieses Mal haben wir dann versucht, ein bisschen schwierigere Sachen einzustreuen. Wir schauen mal, wie du damit umgehen kannst. Und würden sagen, wenn Julia das Go gibt, dann starten wir in die Crunch-Time. Bist du ready? Ja. Genau, und wenn du eine Sache nicht weißt, kannst du einfach weiter sagen. Ja. Und dann gehen wir zur nächsten Frage. Alles klar. So, 3, 2, 1 und go. Kinso, wie lautet die 10. Nachkommastelle von Pi? 8. Falsch, 5. Erkläre die Quantenphysik in 2 kurzen Sätzen. Boah, Relativitätstheorie hat irgendwas damit zu tun, aber mehr weiß ich auch nicht. Ja, lassen wir nicht gelten. Warum haben 24-Stunden-Tankstellen Schlösser? Keine Ahnung. Kinso, du kommst langsam drauf. Das war natürlich nicht die richtige Crunch-Time. Was ist das denn? Wir wollten natürlich noch mal gucken, ob du die 12 angreifen kannst. Aber zu den sportlichen Fragen würden wir jetzt kommen. Die Antworten darauf konnten wir bis auf die 5 auch nicht richtig liefern. So, jetzt kommen wir aber noch mal zur richtigen Crunch-Time. Und würde sagen, Kinso, bist du ready? Ja. Alles klar. Dann legen wir los in 3, 2, 1 und go. Wie ist der Spitzname von Erzgebirge Aue? Wismut? Falsch, Veilchen. Wer ist Kapitän von Erzgebirge Aue? Mendel. Richtig. Wer ist Top-Torschütze in unserer Mannschaft aktuell? Bobby. Richtig. Gegen wen hast du dein erstes Zweitligator erzielt? Kaiserslautern. Richtig. Von welchem Verein ist dein Bruder nach Sandhausen gewechselt? Uerding. Richtig. Gegen welchen Gegner kamst du in dieser Saison noch nicht zum Einsatz? Heidenheim. Richtig. Der HSV hat die durchschnittlich jüngste Mannschaft der Liga. Wahr oder falsch? Richtig. Korrekt. Wer hatte vor dir die Rücknummer 6 beim HSV? Douglas Santos. Richtig. Was war die höchste Anzahl an Saisontoren, die du erreicht hast? 6. 5 in der Saison 17, 18, 19, 20. Pokalspielen. Gegen wen spielt die deutsche Nationalmannschaft am kommenden Wochenende hier im Volksparkstadion? Rumänien. Richtig. Wer ist Tabellenzweiter der Bundesliga? BVB. Leverkusen. Nicht gewusst. Ja, Kinso, wir haben jetzt nochmal nachgerechnet und nachgeschaut. Wir zählen Wismut Aue dazu. Geben dir dafür einen halben Punkt. Du kommst bei 8,5 raus, gehst als Führender aus dieser Challenge. Bist du dementsprechend zufrieden? Ja, ja, Zielsetzung erreicht. Ich habe gesagt, den Leibe stoße ich da von Platz 1. Stark auf jeden Fall. Und dann danken wir erstmal Kinso, dass er heute dabei war und wünschen viel Erfolg für das Spiel in Aue. Danken euch, dass ihr zugeschaut habt und wünschen euch erstmal noch einen schönen Abend und sagen nur der HSV.